Definitiv. Werden auch weiter in YouTube-Folgen kommen und auch bei Twitch der ein oder andere Livestream. Hab auf jeden Fall Bock. So, wir schalten schon mal ein bisschen runter. War schon mal idle. Jetzt gehen wir mal am Anfang. Da sieht man jetzt schlecht. So, da vorne müssen wir stehen bleiben. Haben wir noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Natürlich deutlich zu spät. Ob wir dürfen ja gar nicht zurückfahren. So, Bremse. Machen wir Full Service. So, können wir da jetzt stehen bleiben? Ja. Ziel erfüllt. Türen entriegeln. Eieieiei. Weiß gar nicht, fahren wir jetzt noch weiter oder war es das jetzt schon? Ich glaube, das war's. Ich kann, glaube ich, schon mal vorwärts stellen. Lass mal die Türen wieder verriegeln. Ich weiß nicht, geht's jetzt noch weiter oder? Doch, kommt noch eine Station. Okay, dann fahren wir weiter. Bremse lösen. Und ja, jetzt auf jeden Fall nicht so viel Gas geben. Sonst knallen wir da wieder durch. Wir haben sogar jetzt schon 5 Minuten Verspätung. Eieieiei. Jetzt aufpassen, dass wir nicht in den roten Bereich kommen. Jetzt haben wir auch keine Steigung mehr. So 3,3 Meilen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die Strecke geht. Dadurch, dass wir natürlich jetzt übers Ziel ausgeschossen sind, haben wir auch eine Menge Zeit verloren. Oha. Okay, 4 Minuten haben wir noch Zeit. Ein bisschen mehr Gas geben jetzt, ne? 3,2 Meilen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht zu schnell sind. Und auf jeden Fall rechtzeitig. Also ich bremse mindestens jetzt 1,5 Meilen vorher. Beziehungsweise gehe vom Schub und bremse auf jeden Fall vorher. Weil das will ich jetzt nicht nochmal haben. Aber ich glaube, jetzt kommen noch ein paar. Das ist jetzt nicht einfach nur geradeaus. Das ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen... Bisschen mit Kurven jetzt, ich denke. Okay, jetzt kommt hier ein gelbes Signal. Okay. Kann auch sein, dass wir es jetzt schon versaut haben. Weil wir vielleicht zu spät sind. 45 Meilen bloß noch. Okay, okay, runterschalten. Ah, wir dürfen jetzt nicht so schnell fahren, siehst du? Ich schalte mal noch ein bisschen runter. Warte. Ich schalte mal runter. Sind leicht ein bisschen drüber, aber ach nee, 45 bei 2,3 Meilen, okay. Ja, okay. Wir müssen jetzt ja hier auch nicht unbedingt immer mit Vollgas durchdonnern. 45 in 2,1, das ist ja kurz vor der Haltestelle. Canton Junction. Ja, wir müssen ja eh dann vom Gas runter. Ein bisschen Gas können wir noch geben. Wir fahren ja jetzt auch keine 100, ne? Vorhin sind wir ja knapp 100 gefahren. Da sind auch noch 2 Meilen. Also ich sag mal so bei 1,5. Bei 1,5 gehe ich schon mal ein bisschen runter, ne? Müssen wir eh auf 45 dann runter. Jetzt können wir noch ein bisschen fahren.
Ah, Mission werden wir wahrscheinlich auch nicht mit der Goldmedaille abschließen, glaube ich nicht. Dadurch, dass wir jetzt halt deutlich zu spät sind. Ich gebe jetzt auch kein Gas mehr, weil das reicht jetzt auch. So, ich bremse jetzt schon mal. Es ist auch wieder Steigung, also wir bremsen jetzt auch automatisch dann ein bisschen. 0,9. Aber der zeigt das links an, ne? Ich gehe mal schon mal runter. Mal ein bisschen die Bremse reinmachen. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht so ganz, aber 0,7 Meilen. Das ist hinter der Kurve, oder? Um die Bremse ein bisschen. Kommt jetzt ein gelbes Signal. Wir bremsen schon mal langsam runter. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir sind langsam genug jetzt. Machen wir die Bremse raus. Mal leicht ein bisschen Schub geben. Aber wir sind gleich da, ne? Kriegen wir aber hin. Diesmal müssen wir es hinkriegen. Jetzt mit 30. Wir sind jetzt auf 30. Ja, das passt. Das sollte passen. Haben wir sogar ein bisschen aufgeholt wieder. Wir sind fast pünktlich. Wir sind fast pünktlich. Glaub's ja nicht. Nachdem wir da 5 Minuten Zeit verloren haben, sind wir jetzt fast pünktlich. So, jetzt bremsen wir. Schon mal Bremse rein. Ja, ein bisschen wieder lösen. So. Wir fahren langsam rein. Jetzt müsste ich das Horn eigentlich, ich muss das mal auf Kurztaste legen. Brauchen wir erst da vorne stehen. Das wäre der ideale Punkt, wenn wir da stehen bleiben. Und kriegen wir hin, oder? Und wir sind fast pünktlich. Läuft. So, als Bremse rein. Bleib stehen. So, erfüllt. Türen entriegeln. Dann steigt man in Ruhe ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Müsste eigentlich schon eigentlich das Ende sein, ne? Aber wir sind wirklich gut in der Zeit, ne? Weiß nicht, ob es jetzt noch weitergeht. Ich glaube, wir hätten sogar jetzt warten müssen. Wenn wir jetzt zu früh gewesen wären, hätten wir jetzt hier warten müssen. So, Türen verriegeln. Und jetzt? Mission vollendet. Ziel erfüllt. Ah ne, wir müssen noch weiterfahren. Okay. Dann müssen wir noch ein Stück weiter. So, Bremse lösen. Vorwärts ist. 800 Yards müssen wir noch fahren zum Canton Center. Ja, das schaffen wir relativ schnell, glaube ich. Jetzt müsste er sich gleich in Bewegung setzen. Wie schnell dürfen wir jetzt? Ah, nicht so schnell. 20 Meilen ungefähr dürfen wir jetzt. Ja, da geben wir am besten nicht so viel Schub. Ist auch wirklich nur eine kleine Station hier. Da kommen wir sogar fast pünktlich an. Ah, jetzt dürfen wir sogar ein bisschen schneller fahren. Aber auch am besten nicht zu schnell fahren, ne? Wir müssen dann gleich wieder anhalten. Wir schon mal ein bisschen Contenance. Und ich glaube, da vorne, da bleiben wir auch stehen. So, jetzt kommt auch kein Signal mehr. Oh, Bremse rein, ein bisschen. Hinterher jetzt nicht so schnell. Ich bin den Zug auch schneller gestoppt.
200 Yards noch. Ich mach mal ein bisschen vorsichtig. So, Schubham raus. Ist auf Ausgangsstellung, auf Idle. Da, ich mach nochmal. Ein bisschen können wir noch. Jetzt bleibt er schon stehen. Na geil. Machen wir Händel rein. Bisschen zu früh gehalten. So, Türen entriegeln. Aber ich glaube, mit dem Zug haben wir uns jetzt schon gut eingespielt. Ja, simpel. Ja. Aber ich glaube, der Bahnsteig ist auch nicht so groß. Aber ein bisschen hätten wir auf jeden Fall noch Platz gehabt. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Nochmal 3,2 Meilen, lol. Wie weit geht denn die Strecke hier? Da müssen wir mal Gas geben hier. Ich glaube, da mache ich hier am besten gleich zwei Folgen draus, wa? Das dauert jetzt eine Weile wieder. Ich würde sagen, wir machen denn in der Mitte mal einen kleinen Break. Hier ist auch ein Bahnübergang, können wir auch nochmal. Mal ruhig ein bisschen schneller fahren. Das ist ja auch cool, wenn die Bahnschranken jetzt hier nach unten wären. Ich glaube, das erreichen wir auf jeden Fall pünktlich. 0,8% Steigung sogar. Da brauchen wir ein bisschen Power. Ich glaube, da haben wir ja schon eine gute Strecke. Ach hier, guck mal, hier kann man das auch machen. Stellwerk kontaktieren. Komm wieder raus. Komm ich hier wieder raus? Ah ja, Escape. So, wir sind ein bisschen zu schnell. Ein bisschen Rondev. Ein bisschen klein wenig drüber. Genau 40 jetzt, ne? Das sollten wir aber hinbekommen. Von der Zeit her. Auch schön entspannt. Das gefällt mir echt gut. Jetzt ist man auch so ein bisschen wieder drin in dem Spiel. Das gefällt mir. Ja, wir sind noch leicht ein bisschen drüber. Fahren jetzt nach Stoughton. Ja, jetzt geht's ein bisschen mehr Steigung nach oben. Schon mal 1%. Aber wir dürfen eh nicht wesentlich schneller fahren, deswegen können wir ruhig bei 39 Meilen bleiben jetzt. 1,8 Meilen noch. Wie gesagt, ich muss mir da mal die Kurztasten hier für das Horn und für die Glocke nochmal angucken. Ja, deswegen. Deswegen dauert das jetzt ein bisschen länger mit den 1,5 Meilen, weil wir jetzt langsamer fahren müssen.
Gucken, wie es draußen aussieht. Höher kann man nicht mit der Kamera. So. 10. Okay, jetzt müssen wir schon mal ein bisschen runtergehen, Leute. Hier schon mal ein bisschen auf Idle. Schon mal. Ah, vielleicht ein bisschen zu früh. Wegen der Steigung noch, ne? Ja, ich glaube, ganz leicht Schub können wir noch lassen. 0,9 Meilen noch. Ich glaube, das war jetzt schon sogar fast die komplette Strecke, ne? Ich muss mir das ja nochmal angucken, wie weit wir jetzt gefahren sind, weil das war jetzt schon... Ich weiß auch gar nicht, wo jetzt hier genau die Map ist. Man sich hier die Map angucken kann. Warte mal, Übersicht, Karte. Wir sind jetzt gefahren von Boston. Boston South Station nach Stutton. Und die ganze Strecke geht hier runter bis nach Providence. So, haben wir doch schon mal eine gute Strecke geschafft. Boston South nach Stutton. Ein bisschen Gas können wir noch, ne? 0,6 noch. Aber wir müssen auch gleich auf 10, weil da ist ja denn das Ziel. Die Begrenzung ist ja denn das Ziel. Gucken, wo es jetzt runter geht hier. Muss er eigentlich... Nimmt jetzt gleich eine Kurve? Müsste, ne? Da hinten müsste irgendwo eine Kurve kommen. Ich mach mal jetzt Eile. Dann schon mal leicht den Finger auf der Bremse. Wie gesagt, mit Ö und Ä könnt ihr bremsen. Jetzt kommt hier die Kurve, glaube ich. Dann sind wir auch schon da, ne? Hier war auf jeden Fall die Schranke unten. Das war auf jeden Fall schon mal cool. So, ich mache schon mal so leicht. Ah, der bremst zu stark jetzt, ne? Aber wir sind auch viel zu schnell. Wir sind viel zu schnell. Jetzt gehen wir leicht runter, aber wir sind... Ich muss ein bisschen... muss die Bremse nochmal... Das ist ein bisschen... Wir müssen eine Stufe nochmal Gas geben. So ganz langsam trudeln wir da jetzt rein. Wir sind sogar überpünktlich, Leute. Überpünktlich. Da vorne sollen wir stehen bleiben. Okay, wieso hat er jetzt das andere nicht markiert? Da vorne ist also der... Okay. Auf Eile. Da sollen wir stehen bleiben. Naja, gut. Dann bremsen wir mal. Ah, gut, da müssen wir nochmal. Was werden wir jetzt hier stehen bleiben? Bis hinten? Ne, wir müssen wirklich nach vorne. Da müssen wir nochmal Gas geben. Wir müssen diesen Punkt überfahren. So, da, den müssen wir jetzt überfahren, okay. Und dann müsste er uns so eigentlich anzeigen, wo wir jetzt stehen bleiben sollen, oder? Ne, hier sollen wir stehen bleiben, okay. So, Ziel erfüllt. Fahrgäste aussteigen lassen. Machen wir Y, linke Türen. Wie gesagt, kann man auch hier mitmachen, ne, mit der Tab-Taste. So, wir gucken mal, ob die jetzt... Die steigen alle da hinten aus. Habe ich das schon gedrückt? Ach, weil der Motor... Warte mal. Bremse ist... Ach, wir sollen... Wieso kann ich jetzt die Türen hier nicht öffnen? Ah, jetzt. Okay.
Haben wir da aussteigen lassen eigentlich? Eigentlich müsste jetzt vorbei sein. Jetzt ist fertig. Ah. Oh, hier die ganzen Erfolge. Geil. So, jetzt gucke ich mal gerade. Boston Sprinter, Frankie. MTBA. Haben wir auch wieder eine Goldmedaille bekommen. Sehr schön. So, gut, das sollte es mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Navarro Frank. Tschüss.